Ihr Lieben, es regnet, aber es geht weiter. Wir haben diesen wunderbaren, ganz, ganz tollen Ofen gebaut in der letzten Folge. Hey. Wie macht denn das? Warum tust du das? Sag mal, alles klar bei dir? Wo ist der Pfeil jetzt hin? Wo hat er jetzt gerade eben geschlagen? Er hat hier geschlagen. Ich habe einen Pfeil daneben geschossen. Wo ist der Pfeil? Ein kleiner Leck. Einen Pfeil habe ich daneben. Ich will den haben. Ich will meinen Pfeil wieder haben. Was ist denn los mit dir denn hier? Alles klar? Da ist er. Und schon wieder einer oder was? Pfeil wieder haben. Hier habe ich den hingeschossen. Hier war der. Hier war der. Wo bist du? Ich will jetzt meine Base muss ich wieder zusammenkleistern, Leute. Das ist wichtig. Weil die ist ja in den letzten Angriff, der ganze Zaun wurde jetzt komplett zerstört. Komm schon. Ich weiß, dass du hier bist. Stell dich nicht so an. Komm raus, du Schuft. Mann. Ich meine, ich hätte ihn hier hingeschossen. Hier, also hier war der Bär. Hier. Und dann habe ich hier so an dem vorbeigeschossen. Müsste es hier sein. Verdammt. Gut, dann eben nicht. Oh, egal. Wenn ich schon mal hier bin, nehme ich den Stein mal mit. Schön, wir brauchen ja sowieso. Ich habe nochmal eben, bevor ich angefangen habe mit der Aufnahme, habe ich mal ganz schnell noch ein bisschen Stein getrocknet. Weil wir könnten ja eigentlich auch mal eine Steinmauer bauen. Ich weiß, ob die unkaputtbar ist. Das weiß ich gar nicht. Gegen die Angriffe der Doofbacken hier. Der Dumpfbacken. Ich nehme jetzt mal ganz was mit hier. Die Bretter, weil wir die sowieso jetzt hier wieder brauchen. So, das war eigentlich jetzt nicht der Plan gewesen, das zu machen, aber ich kann wieder bauen, seht ihr? War irgendwie ein Bug bei mir. Ach so, ja der. Ach ja der. Okay. Haben wir es bald jetzt hier mit den ganzen Angriffen? Wo ist der Kollege? Der war doch hier. Hä? Ist jetzt Wasser gefallen? Hä? Ich raff das nicht. Der war doch gerade hier. Ach, da ist er. Man sieht seine Füße aus dem Schlamm gucken. Ach ja, wenn man da. Wenn man sich für Sachen freuen kann. Der Dex freut sich für solche Sachen. Ich muss das jetzt leider so ein bisschen umbauen, weil seht ihr? Keine Ahnung, ob das jetzt so hält. Hoffentlich klappt das jetzt. Irgendwie hatte ich doch... Ich weiß es nicht mehr. Das ist irgendwie jetzt nicht mehr so, wie es sein soll, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Aber da war eben auch schon eine Lücke drin, stimmt. Wisst ihr noch, da war auch diese blöde Lücke drin, warum auch immer. So eine bescheuerte Lücke war da eben auch drin. Oje, ne. Egal, ich lasse das jetzt einfach so. Was soll man anders duten? Ich weiß nicht, warum ich diese Lücke drin hatte. Ich habe echt keinen Plan. Oh ja.
Meine Herren. Was brauchen wir noch? Holzscheite und Seile. Okay. Ach je. Was habe ich eigentlich jetzt hier einfach wieder zu viel mitgenommen? Das habe ich jetzt von allem etwas und das wieder alles zu viel. Hallo, bleibst bitte an. So, wir tun das mal hier ganz kurz. Ach, ich muss einfach rüber. Ja, such mal raus. Weg. Wo kommt die denn her? Hab ich die bekommen von einem von den Fuzzis hier? Ja, bestimmt, ne? Ich habe keine Ahnung. Bestimmt. So. Kann ich das auch nochmal hier rüber? Das kommt. Eine Ordnung habe ich. Eine Ordnung, ey. Geht eigentlich. Also eine schlimme Ordnung ist es jetzt nicht unbedingt, aber es gibt echt bessere Ordnungen. Der Ofen läuft da hinten jetzt da ohne Grund die ganze Zeit, ne? Ist auch doof. Hat ja auch keinen Sinn, das Ganze. So, ich würde das jetzt gerne mal hier rüber tun. Und die hier wieder rüber. Dann machen wir noch ganz kurz ein paar Eisenbarren. Wir haben hier das, wir können ja jetzt wirklich richtig, richtig schnell einschmelzen. Das ist ja, das ist echt was Feines, das Ganze. Tack, 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 auch nö. Per Hand. Wenn ihr das noch fixen könnte, dass das auch mit diesen ganzen tollen Kürzeln hier ein bisschen besser läuft. Ja, ist okay so. 1, 2, komm, tun wir die auch noch jetzt hier dazu, so. Ich wollte jetzt, was ist eigentlich? Die Kisten habe ich runtergetan. Die Stöcke, die nehme ich natürlich mit. Ist doch dämlich, wenn ich sie nicht mitnehme. Und jetzt gehen wir mal ganz ins Holz jagen. Komisch, dass die hier von der Seite keiner kam, ne? Nur von da hinten, nur weil ich, glaube ich, da drin war in dem Haus. Hm. Habt ihr sie gesehen? Habt ihr sie gesehen? Ich habe sie gesehen. Da ist sie. Komm mal raus. Wir müssen jetzt mal gucken, wie sieht's eigentlich aus? Uns geht's eigentlich prächtig. Fall ich mir den Quatsch mal rein. Das hier. Und jetzt geht's mir richtig gut. Voll mit Elan an die Arbeit. Toll. Kann ich mal wieder hier was zusammenkleistern. Wie gesagt, ich habe ja natürlich zugehört. Ihr habt mir ja geschrieben, ein großer Baum, ein kleiner und dann hast du den Wagen voll. Ja, gut. Ihr habt vollkommen recht. Und da ich ja sowieso auf alles haue, was nicht bei drei sich verstecken kann, ist das eigentlich Wurst. Ich mache lieber die Arbeit so, haue ich dann erstmal alles, was in der Nähe ist, um. So können wir dann nämlich direkt. Beim nächsten Mal, wenn wir kommen, direkt wieder ohne was zu arbeiten, also ohne hier zu fällen, können wir dann direkt loslegen. Weg da, ich komme. Stimmt, ich hatte ja noch dieses, habt ihr das auch gerade gesehen? Die Windturbine war ja noch da. Ach so. Seilikowskis. So. 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 Und so. Und so, ist glaube ich mal hier, ne? Ja. Perfekt. Wir haben genug davon. So. Wir müssen ja echt gucken, dass das sofort wieder zu ist, weil keine Böcke hier auf diese blöden Nervensägen. Aber ich wollte mal ganz kurz was gucken. Was brauchst denn du jetzt noch? Eisenbahn und Bienenbahn, Ball? Alles habe ich. Ich habe eigentlich alles davon. Und ganz viel. Nee, das war die hier. So. Die Gürkchen, die geben nämlich Vitamine. Das ist ganz toll. Mein Körper geht es ja richtig gut. Ganz ehrlich, ich habe was vergessen. Ich weiß nicht mehr, wie es geht. Ihr könnt mir ja gerne mal helfen. Irgendwie kann man doch Leben wieder zurückgewinnen. Oder hatte ich da was falsch verstanden? Das war doch mit irgendeinem Essen, oder? Ne? Die Dosen? Ich weiß es nicht.
weiß es nicht mehr, ganz ehrlich. Könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Jetzt glaube ich, mit den Dosen kriegt man wieder Essen zurück oder so, ne? Wieder zurück. Ich meine, ich hätte das mal gelesen. Ich muss mal das, was er hier ändern. Der steht zwar ganz gut hier für eine Lichtquelle, aber beim Durchgangsverkehr für meinen Karren ist das blöd. Keiner mehr da? Nö. Egal, einer fehlt. Da ist noch einer. Den nehmen wir mit. Den überfahren wir jetzt, den Kollegen hier. Ups. Gib mir den Pfeil, wo ist der? Habe ich den Pfeil hingeschossen? Licht auf dem Boden. Weg damit. Wo ist der? Da ist der Pfeil. So. Gibt nichts Besseres für meine Pfeile sind mir hoch und heilig. Tschüss. So. So. Wenn ich einfach nicht richtig drauf komme. Wenn ich einmal hier bin, hau ich den ganz kurz hier um. Machen wir die Spikes schnell, da wird fertig. Die sind ja draußen ganz schnell gemacht. Oh, habt ihr das gesehen? So, dankeschön. Gib das her, Mumpf. Machen wir wenigstens die Spikes hier schon mal fertig. Genau, nämlich dann, wenn wir den Zaun noch nicht haben, ist das gar nicht so schlimm. Weil, wenn die Spikes davor stehen, kommt die gar nicht da durch. Das ist schon mal ganz, ganz gut. So langsam laufen. Ah. Erste Stöcke mal loswerden. Wow, das sind viele, ne? Super cool. Die tun wir auch nochmal weg. Dann haben wir wieder Platz. Den Rest entlassen wir. Nee, da war ein Rindenmulch. Da war Rindenmulch dazwischen. Das können wir wegtun. Ach, die Steine. Ach nee, was mache ich mit den Steinen denn hier? Wenn wir einmal dabei sind, tue ich das auch mal ganz kurz wieder runter. Und stapeln das so, wie sie das gehört. Wow, guck mal, wie schnell das jetzt geht, ey. Das ist schon, es ist echt schon eine schicke Sache. Cool. Coole Sachen, das ist ein. So, das wir weg. Rindenmulch, wo kann ich den quatschen jetzt? Ich brauche eine neue Kiste hier. Möbel, Lager. 8 Bretter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kommen jetzt da hoch. So, hier.
Das ist erstmal rein. Sollen wir das dann hier unten hinschmeißen? Okay, gut. Erstmal wieder ein bisschen mehr Lagerung haben. So, da. Ja, zum Glück brauche ich an den Brettern nicht vorbei, an diesen Stangen. Vom Carport hier, keine Ahnung, wie das Ding heißt. Vom Unterstand. Und ein klein, dann müsste es voll sein. Zack. Tack, tack, tack. Perfekt, so wie ihr es gesagt habt. Meine Community weiß Bescheid, die kennt das Spiel. Nicht so wie der Dex. nur so halb und nicht ganz. So. Okay, cool, wir haben es fast geschafft. Habe ich hier noch was drin? Nö. Zack. Zum nächsten. Ich bin froh, mit dem Wagen hochzufahren. Ich bin froh, dass man jetzt Kisten oben draufstellen kann. Habt ihr gesehen, was ich für letzte Mal für eine Steinlagerung geholt habe? Das war ja super cool. Also das war, da habe ich mich echt gefreut. Richtig viel lagern. Ich sag's gerne und immer wieder. Kommt mal bei uns im Discord vorbei. Ganz besonders, das ist jetzt eine Nachricht an die älteren Leute, an die ältere Generation. Das ist nichts Böses im Discord. Ganz ehrlich, das sind ganz nette Menschen. Und ganz ehrlich, das sind sehr viele Gleichaltrige wie du. Ihr sagst, nee, ich bin da schon 50. Glaub mir, da sind viel mehr ältere Leute als du drin. Aber ich kann da nicht drin schreiben. Das ist genau das Gleiche wie damals im Forum. Ob du jetzt damals im FIFA-Forum warst oder weiß der Geier, also im Fischer-Forum, im Elektronik-Forum, im Modelleisenbahn-Forum. Das kannst du da auch machen. Da sind wir alle zusammen und machen komische Sachen. So. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es geht uns gut. Uns geht es richtig prächtig, finde ich gerade. So, jetzt gucken wir uns das mal hier an. So, wir haben jetzt eigentlich das alles repariert. Ah, hier draußen noch einer war da, ne? Hier war noch einer nicht. Der muss noch repariert werden. Wie war es hier? Spike? So. So. Was habe ich jetzt da? Ein Stock, ein Seil habe ich jetzt reingeschmissen. Guck mal, da kommst du genau richtig. Gut, dass du da so stehst. So. Sag mal, alles gut jetzt hier oder was? Ich bin doch gerade erst am Reparieren. Du kannst mir ja jetzt nicht die Bude wieder einreißen. Gib die Stöcke her. Ja. Komm nur her, du. Wo war das? Du Schuft. Verreck, du. Super cool. Guck mal, wir sind richtig gut jetzt gerade am Horten. Yeah. Was gibt's denn mir? Oh, da ist wieder so ein Eisendöschen. Was sagt ihr? Also einige haben mir schon was geschrieben. Was sagt ihr denn zu meiner Base? Ist die gut angeordnet? Ist sie ein bisschen durcheinander? Oder gefällt sie euch? So. Wisst ihr was? Ich schmeiß das hier aber hier so rein, so fertig. Ja, pass auf. Coole Sache ist, dass es nicht. Es gefällt mir richtig gut gerade. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. So, da waren jetzt gerade erst noch Sand dazwischen. Den Sand werde ich jetzt mal umlagern. Ah, Mist, das passt ja auch nicht mehr rein. Kann ich dich irgendwie hier umlagern? Hier war nämlich noch irgendwo was. Hier, ne? Das ist auch schon wieder zu viel. Stimmt, diese ganzen Fette hier könnte ich auch woanders hinlagern, ne? Ich brauche echt wirklich ein richtiges großes Lager jetzt langsam. Die kommen auch mal raus. Drinnenmulch kommt auch jetzt mal hier weg. Das kommt hier auch eigentlich nicht hin.
Passt das überhaupt? Es fängt wieder richtig schön an zu regnen. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, kriege ich das hier noch untergebracht? Ach, nicht mehr. Verdammt. Dann tue ich das noch irgendwas hier so rein. Okay. So. Leder hatte ich hier noch gehabt. Kann ich aber jetzt hier reinschmeißen. Ach nee, halt wollte ich ja hier rein tun. So, okay. Sand werde ich auch noch mal so lange hier reinschmeißen. Den schmeiße ich hier rein, den Stein. Die werde ich auch mal wegbringen. Das wird auch hier reingebracht. Okay. Noch wieder zu viele Seile. Komm hier rein. Gut, dann tue ich das auch noch so lange. Und dann habe ich wieder meine Taschen leer. Gucken wir mal hier. Guck mal, ist auch schick. Waren 15, ne? Ah, 15 habe ich gerade nicht. Also ich brauche hier 15 von den faulen Säcken. Ich lade die mal ganz so lange hier rein. So, okay. So, ist wieder weg. Perfekt. Ich würde mir Folgendes noch machen. Ich würde jetzt gerne den hier eigentlich mal zum Laufen bringen. Was haltet ihr denn davon? Also, 4 Eisenbarren, Aluminiumbarren 10. 4 Eisenbarren, Aluminium 10. 1, 2, 3. Aluminiumbarren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kobalt war auch dabei, ne? 1, 2, 3, 4, glaube ich, oder so. Und davon auch was? 1, 2, 3, 4. Pff, weiß ich nicht mehr. Ich nehme einfach mal mit. Also. Ah, Eisenbarren habe ich einen zu wenig. Ich habe von allem einen zu wenig, oder was? Eisen? Echt? Okay. Eisen einen. Blei und Kobalt einen. Jetzt bin ich schon gespannt, wie das Ding hier funktioniert. Macht das Ding jetzt Strom? Und steht's hier falsch? Ich habe keine Ahnung, ne? Ich bin gerade so ein bisschen unbeeindruckt von diesem lahmen Ding hier. Macht der jetzt Strom? Ist der jetzt... Einschalten. Jetzt habe ich die Pumpe eingeschaltet. Macht der jetzt da drin? Das, wir können das jetzt eigentlich mal testen. Indem wir das hier machen. Das hier essen, das. Okay. Keine Ahnung, warum der so schief stehen muss. Ja, frag mich nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tack. 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 Schön, dass ich wenigstens die Nägel stapeln kann. Danke, Spiel. Das ist ja schon mal richtig gut. Kann der eigentlich auch was? Auch der Kobalt hier? Nee, ne? Nix. Der ist einfach so schön blau. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, sehr schön. Die Eisenbahn kommt wieder zurück. Was habe ich jetzt eigentlich hier? Davon habe ich gar keine genutzt. Kobalt, ne, Blei kann ich jetzt wieder zurücklegen, so wie es das gehört. So, okay, sehr schön, was habe ich in der Tasche? Zu viel?
Und dann brauche ich Bretter. Wie viel war das eigentlich immer? Keine Ahnung, einfach zu viele. Ich nehme einfach mal mit. Das waren übrigens nicht 10, das waren 8 Nägel. Gut, dann habe ich eben ein paar mehr, das ist auch nicht so schlimm. Passt jetzt. Ist er eigentlich so, wie es ist. Passt auch so. Das stört mich so ein bisschen, dass ich jetzt hier diese Blei-Dinger hier drin habe. Achso, ich wollte weiterbauen. Ich war gerade am Überlegen, gerade echt am Überlegen gewesen. War da noch was? Fünf, sechs, sieben. Dann müssten wir jetzt eigentlich alles. So, jetzt haben wir es. Wie viel waren das jetzt hier nochmal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Und dann gucken wir mal, was wir hier noch so anpflanzen können. Ich nehme einfach mal mit. So, hier, so, da. Noch mehr. Kartoffeln sind auch gut. Achtung, sollte man nicht vergessen. Weil die brauchen wir ja zum Einlegen von den Döschen. So, also hier ist nochmal so Mais, das nehmen wir nochmal hier, weil hier wieso schon mal die Maisreihe ist. Dann machen wir jetzt hier mal Kartoffeln, Gurken und ja und so. Klatsch. Und jetzt spießt er sich hier den Nacken auf. So. Jetzt gucke ich mal, ob das jetzt funktioniert. Jetzt müsste ja das Wasser aus. Ist das jetzt? Ist nicht ge... Wie geht denn das mit dem Wasserhaus? Hat jemand eine Ahnung? Wie geht denn das? Muss ich hier... zum Bewegen? Ich bin gerade irgendwie ein bisschen überfragt von dem ganzen... System hier. Und da muss er nebenan stehen oder dreht er nicht richtig oder so? Na du, was gibst du mir? Wenn ich mal draußen bin, nehme ich den Baum auch mit. Nie mit Händen leer nach Hause gehen. Da ist der Biber. Abiba, a Raccoon. So, wir haben jetzt ziemlich viele Bretter gebraucht. So, ich werde jetzt immer wieder zurücklagern hier, so wie es gehört. So. Das ist immer cool, dass er auch noch so verschiedene Bretter gemacht hat, dass sie nicht alle gleich aussehen. Sehr gut, mein Lieber. Oh, sehr schön. Halt. Bevor du das tust, fülle erst deine Flasche. So. Glitch. Was ist eigentlich, wenn man das Feuerzeug rausschmeißt? Hat das mal jemand versucht? Rausschmeißt und nicht mehr wieder aufsammelt? Also irgendwie einfach liegen lässt? So als ob man es vergisst oder aus Versehen rausgeschmissen hat. Was dann passiert? Ob das Spiel einem das Feuerzeug dann wiedergibt oder so? Das sein kann, ne? Wäre eine coole Sache. Wenn das Spiel sagt, ey, du warst doof. Du kriegst das jetzt wieder. Ach, die. Da. Okay. Ja, cool. Ein bisschen Ordnung gemacht. Ich weiß, wir sind nur zu Hause, aber wir haben jetzt die Dingsturbine. Vielleicht muss ich aufs Dach knallen. Ich tue die mal umsetzen oder so. Hier, vielleicht kann ich die jetzt irgendwie hier oben drauf knallen oder so. Doch hier unten hin. Oder muss ich da dieses blöde Speichermodul haben?
Strom hier, das hier? Oder Solar? Der Solar brauche ich ja eigentlich gar nicht, wenn ich das habe. Das reicht ja. Aber das hier, glaube ich, muss ich haben. Eine Solarbatterie. Irgendwo muss der Quatsch ja gespeichert werden. Ach ja, Leute, ihr wisst Bescheid. Nächste Folge müssen wir mal einen Trip machen. Einen Trip macht ihr mit mir, einen Trip. Wie sieht's aus mit dem Vergammeln? Ja, ihr vergammelt das ganze Fleisch und Fisch und es müffelt hier auch hier draußen. So, Türchen zu. Das kommt hier noch hin. Das hier auch noch. Hab ich schon bestimmt wieder fertig, ne? Fast. Bis zur nächsten Folge, ihr Lieben. Und tschüssi.